Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Sicherheit ist eine Notwendigkeit, um Menschen die Möglichkeit auf Selbstbestimmung und Entfaltung zu ermöglichen. Gewährleistet wird sie durch die Einsatzkräfte bei Rettung, Feuerwehr und Polizei sowie beim Katastrophenschutz des Bundesheeres. Das sind zum Teil Menschen, die diesen Einsatz zu ihrem Beruf gemacht haben, zu einem großen Teil aber auch Freiwillige, die ihre Freizeit zur Verfügung stellen, anderen zu helfen. Damit man sich über deren vielfachen Einsatz ein Bild machen kann und auch um untereinander Erfahrungen auszutauschen, findet in Wels alljährlich die Sicherheitsmesse statt. Es ist die umfassendste Messe Österreichs zu diesem Themenbereich, wobei im Mittelpunkt dieses Jahres vor allem die Rettungskette stand. Diese hat schon so manchen Menschen gerettet, so auch Landesrat Elmar Podgorschek. Nur einmal, ich hatte meinen Verkehrsunfall und bin sozusagen abgeschossen worden. Es ist wie auf meine Fahrbahn gekommen und habe einen Frontalzusammenstoß gehabt. Und da ist sowohl die Feuerwehr als auch die Rettung gekommen und ich bin sehr froh, dass die sehr rasch hier waren. Mit der Arbeit dieser Einsatzkräfte war er dabei sehr zufrieden. Also in meiner sehr getrübten Erinnerung kann ich sagen, es war hervorragend. Sie haben mich herausgeschnitten und ich bin auch bestens versorgt worden. Also ich kann nur sagen, Hut ab vor allen diesen Menschen, die sich da in diesen Organisationen engagieren. Auch der Innenminister war bei der Messe anwesend und auch er zeigte sich mit Österreichs Einsatzkräften äußerst zufrieden. Selber hat er aber deren Hilfe noch nicht benötigt. Gott sei Dank nicht, weder in einem Krankheitsfall noch in einem Brandfall. Ja, einmal eigentlich meine letzte Tochter, die hat so einen Atemstillstand gehabt und da war der Notarzt, glaube ich, innerhalb von 3 oder 4 Minuten da. Das war für uns ja, ein ganz berührendes Erlebnis, wie schnell das geht, mit welchem Einsatz, mit welcher auch menschlichen Zuwendung die Leute agieren. Aber man braucht nicht immer selber betroffen sein, um die hohe Motivation dieser Leute nicht nur zu loben, sondern darauf auch rückgreifen zu können, dass das auch das menschliche, die menschliche Visitkarte Österreichs ist und dadurch auch dieses Land besonders auszeichnet. Dieser Einsatz wurde auf der Messe auch gebührend gewürdigt. Man konnte sich ein Bild machen über alles, was man schon immer über Brand- und Katastrophenschutz wissen wollte. Diverse Einsatzfahrzeuge und Schutzbekleidungen waren ebenso ausgestellt, wie man nachgestellte Einsätze hautnah mitverfolgen konnte. Die Feuerwehrkapelle zeigte ihr musikalisches Können und natürlich gab es die Möglichkeit, einige der Helden diverser Einsatzkräfte persönlich kennenzulernen. Bürgermeister Andreas Rabel zeigte sich dann auch sehr zufrieden. Ja, ich bin sehr stolz, Wels ist eine Messestadt. Wir sind der größte Messestandort in ganz Österreich und dazu gehört es, dass wir auch eine Sicherheitsmesse hier in Wels haben, weil auch für die Stadt Sicherheit oberste Priorität hat. Und was bedeutet Sicherheit für den Bürgermeister? Sicherheit bedeutet für mich ein Gefühl, in dem man sich entfalten kann, nicht nur privat, sondern auch wirtschaftlich, dass für den Fall einer Krankheit vorgesorgt ist und dass man möglichst schnell Hilfe erhält in jeder Lebenslage. Auch wenn die Zufriedenheit mit den Einsatzkräften und Organisationen bei Politik und Bevölkerung hoch ist, kann man doch auch immer etwas verbessern. Sei es bei der Internetkriminalität oder auch bei der Feuerwehr, auf welcher bei dieser Messe ein Schwerpunkt gelegt wurde. Die Welser Feuerwehr ist die größte freiwillige Feuerwehr in ganz Österreich. Und es gibt immer Verbesserungspotenzial. Jetzt gerade wird das Funksystem verbessert, ausgebaut um mehrere hunderttausend Euro. Und wenn es nach der Feuerwehr selbst ginge, glaube ich, gäbe es noch einige weitere Wünsche. Aber man muss das halt in einem Gleichklang halten und die finanziellen Ressourcen genauso überschauen. Aber prinzipiell glaube ich, dass die Feuerwehr in Wels sehr gut aufgestellt ist. Na, das würde ich jetzt nicht sagen, dass Feuer am Dach ist. Es gibt immer Situationen, wo der Schuh drückt, aber im Grunde genommen ist sowohl das Katastrophenwesen als auch das Feuerwehrwesen in Oberösterreich sehr gut aufgestellt. Man könnte immer etwas mehr Geld haben, aber meine Aufgabe wird es sein, das Geld so gerecht zu verteilen, dass eine gute Einsatzfähigkeit gegeben ist. Es wird also für die Zukunft noch einiges zu tun geben im Bereich Sicherheit, aber man ist zuversichtlich, dass die Probleme angegangen werden können und so blickt man schon mit Vorfreude auf die nächste Welser Sicherheitsmesse.
Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich werde, solange es diese Messe gibt, immer da sein. Und vor allem, solange es mich auch in dieser Funktion gibt, wird es sicher der Fall sein, dass ich in Wels anwesend bin. Man darf gespannt sein, was sich bis zur nächsten Messe verändern wird und welche Themen im Mittelpunkt stehen werden.